Good morning in the morning und willkommen zum wohl, ja, ihr wisst es, besten Farmspiel, was es auf dem Handymarkt gibt. Und ja, so könnte es aussehen, wenn ich denn mein Studio habe. Ich will das mal ausprobieren. Es ist eine komische Ansicht, ne? Ihr seht mich jetzt so von unten, aber ich gucke aufs Handy und deswegen mache ich das Ganze so. Weil Township kann man leider nicht am PC synchronisieren mit dem Handy. Es ist total komisch. Und hier seht ihr schon, Eventkalender, Doppelterze, genau das nutzen wir heute aus. Wir werden uns den ersten Platz wiederholen, hoffe ich. Ich hoffe es, weil wir sind auf dem 7. Platz und wir gucken jetzt mal rein. 200 Punkte nur, oha, also wir holen uns den ersten Platz ganz, ganz locker wieder. Nee. Ich würde sagen, wir beeilen uns ein bisschen. Ihr könnt gerne mal euer Feedback da lassen. Es wird nicht so bleiben. Ich werde, wie gesagt, in meinem Gaming-Raum, wie auch immer, Arbeitsraum, wird es verschiedene Bereiche geben, Sofa, dies, das. Also kann sein, dass ihr dann mich irgendwie vom Sofa sitzen seht und spielen. Vielleicht auch gar nicht. Wenn jetzt 100 Leute hier drunter schreiben, oh mein Gott, Ente, ich will dich nie wieder sehen. In einem Let's Play, das sieht ja schrecklich aus. Dann kann man das auch wieder wegmachen. Das ist nicht das Problem. Wir gucken mal. Was mache ich? Oh, ich habe 26. Ich habe 26. Okay. Da können wir doch bestimmt irgendwas leveln. Von den Inseln. Ja, nur die... ja komm, ich mache die Fischinsel. Es geht sogar Zeit. 20% schneller. Das ist bei der Insel wirklich, wirklich gut. Weil diese Insel echt lange dauert. So, also 200 Punkte. Ich würde sagen, hier lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein bisschen komisch jetzt. Es ist komisch. So, werde ich mich dran gewöhnen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Test. Das ist das, was dann irgendwann mal kommt. So, dass ich dann regelmäßig drin bin. Kann auch sein, dass ihr mich dann frontal seht. Kann auch sein, dass ihr mich ausgeschnitten seht. Gar nicht mit dem Hintergrund. Also kann sich alles ändern. Aber es wird wahrscheinlich dabei bleiben, dass ihr mich seht. So. Zack, zack, zack. Crazy Duck. Guck mal. Da wäre ich dran vorbeigerast. Wirklich. Und wir wollen ja nicht nur... Oha, oha, Doppelterz einfach. Ich weiß nicht, wofür ich die Doppelterze brauche. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ne? Ich werde auch nicht alles nehmen an Doppelterzen. Ich habe das hauptsächlich jetzt genommen, diesen Booster, damit ich Sachen fürs Dings sehe. Sag mal schnell. Fürs Museum. Ne? Also wenn da irgendwas ist vom Museum, dann muss ich es haben. Ja, oder hier jetzt. Das werde ich mir auch holen. Ne? Also für so Sachen habe ich mir das hauptsächlich geholt. Für Erz auch, keine Frage. Guck mal, ich werde jetzt hier rüber gehen. Werde hochgehen, weil da habe ich das direkt wieder. Ja, komm, das mache ich auch mal. So. Und das, weil das ist gutes Erz. So, aber eigentlich geht es uns nur um die Tiefe. Es geht uns wirklich eigentlich nur um die Tiefe. Ich weiß jetzt nicht, ich verschwende hier zwei Stück. Guckt mal, eins, zwei. Und da kriege ich aber, okay, drei. Drei habe ich verschwendet und drei habe ich jetzt gewonnen. Okay, ja, dafür ist es okay. So, wir werden jetzt aber hier weiter runter, runter, runter. Wie spät haben wir? 4:20 haben wir auf der Uhr. Ich werde mal gucken, wie lang ich das Ganze machen werde. Ja, 20 Minuten. Aber ich denke, wir werden schon früher eingeholt haben. Weil 200 Punkte nur? Really? Was habe ich denn für Gegner? Übrigens, Kaffee ist natürlich da. Aus einer Vespa-Tasse. Ja, ist komisch so schräg, ne? Ihr solltet das nicht mehr so schräg machen. Aber jetzt war das die beste Möglichkeit, weil
wie gesagt, ich gucke aufs Handy und dann gucke ich euch manchmal so ein bisschen an wenigstens. Ansonsten hättet ihr die ganze Zeit nur meine Stirn gesehen. Also da muss ich mir was einfallen lassen. Es ist halt schade, dass Township nicht so wirklich... Also ich kann es am PC spielen, klar. Aber... Moment. Dann ist der Spielstand, den ich dort erreicht habe, nicht an meinem Handy. Es ist total doof. Wirklich. So. Ja, ich könnte jetzt... Guck mal, ich gebe die weg, krieg dafür die und mach dann da hinten weiter. Oh, aber da muss ich rüber. Seht ihr, das ist das, was ich meinte. Da ist jetzt vom Museum was. Das muss ich holen, weil man sammelt das ja, man sammelt das. Und das hatte ich sogar noch nicht. Ich hatte das nicht, das heißt, komm, ich bin jetzt schon auf Platz 3, Platz 1. Also, ja, was soll ich sagen? was soll ich sagen? Das wird ja ein Kinderspiel. Ich denke, wir werden bis 400 gehen. Wahrscheinlich bei 400 habe ich gewonnen. Also wenn die bis jetzt erst 200 haben, dann habe ich nicht so starke Gegner, sage ich mal. Ne? Was natürlich gut ist. Also ich will mich jetzt gar nicht beschweren, dass ich schwache Gegner habe. Oder die warten auch. Wenn die auch wussten, dass doppelt Erze kommt, was ja durchaus möglich ist. Wartet mal. Ich glaube, ich will das hier holen. Wenn die das wussten, dann ist natürlich was anderes. Übrigens bin ich stark am Überlegen. Also, es gehen ja Eventkalender und alles rum im Internet, ne? Und ich bin am Überlegen, möchte ich die zeigen? Also, möchtet ihr Infovideos, was als nächstes kommt? Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, also wir posten das auch im Discord immer. Discord-Link unten in der Beschreibung. Discord mega gut. Da verpasst ihr gar nichts. Ich bin halt... Ja, überlegt mal. Da wird euch ja jede... Ja, ich hätte auch das machen können. Wird euch ja jede Überraschung genommen. Ne? Also ihr wisst dann, was kommt. Und irgendwie ist das doch doof. Wenn man schon ganz genau weiß, welches Event wann wo kommt, also dann ist ja jede Überraschung weg. Vielleicht ärgert man sich auch, weil man weiß, okay, es kommt jetzt nur der Flitzer, hier diese Achterbahn-Event und so, ne? Und dann lässt man sich auch vielleicht schon mal so ein bisschen demotivieren. Und deswegen bin ich echt, soll ich so Infos machen? Oder soll ich dann so Infos machen und vorher sagen, Spoilerwarnung, wer das nicht wissen will, überspringt bitte das Video. Ja, da bin ich so ein bisschen am Überlegen. Weil irgendwie ist es uncool. Irgendwie. Aber ich weiß es ja auch vorher immer. Ich gucke mir die Dinger ja auch an. Weil sie halt im Discord gepostet werden. Also wie ihr das wollt. Ich richte mich da wirklich nach der Mehrheit. Ich werde wahrscheinlich im Community-Tab, übrigens habe ich ganz vergessen, mein Mitgliedervideo, ganz, ganz wichtig. Community-Tab ist für euch das Wichtigste, was es gibt, denn da seht ihr immer alles, was nur für Mitglieder ist und so, ne? Da wird alles gepostet. Also wer Mitglied ist, immer Community-Tab benutzen, da seht ihr das meiste. Ich bin einfach schon 261, das heißt, ich bin jetzt 61 Punkte schon drüber. Ich werde heute bestimmt, ja, bestimmt noch viel, viel, viel buddeln. Ist natürlich ein bisschen schade und blöd, dass kein Dings ist. Komm mal. Eieiei, meine Finger immer. Das ist nicht optimal, das ist nicht optimal. Vielleicht habe ich die Kamera auch schon wieder ausgeblendet und nur am Anfang gelassen. Kann auch sein. Vielleicht habe ich sie auch ganz rausgelassen.
Die Leute denken sich die ganze Zeit, hey, wovon redet der? Man sieht ihn doch gar nicht. Ja, also ich muss da wirklich gucken, wie, was, wo. Ich werde den Kanal auf jeden Fall so ein bisschen optimieren, Stück für Stück. Da ich halt auch jetzt im Moment ein bisschen mehr Zeit habe für YouTube und das Ganze hier gerade irgendwie, ja, mehr Zeit hierfür habe. So, Moment. Werde ich viel mehr Zeit in YouTube investieren. So, zack, zack. Könnt ihr mal schreiben, auch wie weit ihr jetzt gekommen seid bei diesem Event. Soll ich da hinten das holen? Ich hole da hinten das. Dafür habe ich halt eine Spitzhacke und ein Dings gegeben. Aber ich habe 1082 davon. Und von dem anderen, was stärker ist, habe ich nur 614. Deswegen sammle ich lieber da ein bisschen. Ich gebe die auch gar nicht mehr so gerne aus. Also sonst habe ich immer wupp, 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 alles rausgekloppt, ne? Mache ich nicht mehr so gerne. Da hinten die Flasche lasse ich in Ruhe. Die interessiert mich nicht so. Die Flasche kann, ja, die ist egal. Boah, ich hol schon viele Erze hier ab, ne? Ich habe viel mehr Erze, als ich brauche, glaube ich. Guck mal hier. Hier werde ich mit Spitzhacke das diesmal öffnen. Sonst habe ich es immer mit Dings geöffnet. Aber habe ich nicht so... Ja, guck mal, da unten zum Beispiel jetzt. Mache ich da jetzt mit Spitzhacke? Ja, komm. Ist egal. Ich könnte jetzt daneben... Dann habe ich zwei Silber, aber nein. Ich spare das, ich spare das. Ich brauche das jetzt nicht, es geht hier mehr um Tiefe. Ah, da hinten ist eins, ist egal. Hole ich mir nicht. Gehen tiefer. Das hole ich auch mit zwei Spitzhacken, weil ich habe Spitzhacken ohne Ende im Moment. Und ich denke... Das bleibt so. Ich denke, es bleibt so, weil ich immer viele Spitzhacken hole. Übrigens... Farmpass. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Farmpass, ich komme ja seit... Ich komme nicht mehr weiter. Ganz am Anfang bin ich halt weitergekommen und jetzt schon seit einer gewissen Zeit gar nichts mehr. Weil ihr wisst ganz genau, warum. Na komm, ich mach mal das hier. Ihr wisst ganz genau warum. Und ich bin echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, dass es diese Glücksstätte nicht mehr gibt und so. Oh, es waren 4 T-Cash drin, wow. Gut, dass ich noch geguckt habe. Ich dachte ehrlich, da ist eh nur Mist drin. Oh, das wollte ich machen. Ich dachte, es ist nur Mist drin. So. Guck mal, normalerweise hätte ich jetzt da hinten das auch ausgelöst, aber durch unseren Booster wissen wir, da ist überhaupt nichts. Da ist ja mal gar nichts. Deswegen ist es ganz praktisch. Und ich bin übrigens, fällt mir gerade ein, auf mit der Regatta schon fertig. Und das schon seit vorgestern oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich der Erste war oder der Zweite. Auf jeden Fall habe ich alle 16 Aufgaben. Dann habe ich auch schon lange nicht mehr. Echt lange schon nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Aber ja, es ist irgendwie passiert. Oha, ey. Ja, komm. Mit der Spitzhacke hier. Hole ich. Aber das andere hole ich jetzt nicht. Ist jetzt egal. Guck mal, ich wusste es, ich wusste es. Als hätte ich es geahnt. Ich wusste es ganz genau. Ich habe es trotzdem gemacht. So. Und haben wir das schon? Ja, haben wir. Jetzt haben wir 3 davon. Ja, schade. So. Wir sind jetzt seit einer Viertelstunde dran. Wir haben gleich doppelten Vorsprung. Doppelten Vorsprung, ey. Ist auch ein bisschen... Wir sind schon so kleine Angeber, ne?
heute. Also ich habe ganz ehrlich gedacht, ich habe gedacht, ah, was machst du heute für ein Video? Es ist wieder kein Event, kein Nix, was du zeigen kannst, nichts Gutes, ne? Und dann hat die Elke mir geschrieben, ja, es ist doppelt Erze. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, mach eine Minenaufgabe. Vielleicht wirst du auch Erster beim beim Rennen. Und ta-ta-ta-ta. Ich bin Erster. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich Erster bleibe. Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht so viele Minensachen haben. Ich meine, es lohnt sich ja auch nicht. Das finde ich echt schade. Es lohnt sich nicht, Erster zu werden hier. Überlegt mal, wie viel Zeug ich jetzt hier insgesamt verballert habe, ne? Also schon viel. Habe ich gerade... Nee, habe ich nicht, oder? Habe ich gerade doppelt... Nee, TNT und so kriegt man nicht doppelt, oder? Nein, nein, nein. Das sah nur so aus. Wie viel man verbraucht und wie wenig man bekommt, wenn man erster Platz wird. Überlegt mal, das ist richtig... Also es ist wirklich lächerlich. So. Nee, die Kiste machen wir diesmal nicht auf. Brauchen wir nicht. Da ist eh nichts drin. Also da ist schon was drin, aber nichts, wo es sich für lohnt, die jetzt zu öffnen für 3 T-Cash. Klar, es können wieder 4 T-Cash drin sein. Hast halt einen Gewinn gemacht, aber ja. Übrigens, wenn man doppelt TNT und alles bekommen würde, das wäre krass. Das wäre nochmal richtig krass. Oder? Also dann würde ich... Och Mann. Dann würde ich, glaube ich, sehr, sehr viel buddeln. Ich sag mal, bis 5000 könnte ich runtergehen, ohne dass ich hier traurig bin. Ne, also bis 5000 Spitzhacken. Ach, guck mal, da drunter ist ein Stein. Ja, da lohnt sich alles nicht, da das auszulösen, weil die blockieren sich alle gegenseitig. Das ist ja auch lustig, wenn man hier die Sachen auch doppelt kriegen würde. Habe ich das? Nein, habe ich auch nicht. Cool. Wenn man die Sachen auch doppelt kriegen würde. Das wäre... Guck mal, jetzt sind wir schon bei 434. Also ich bin schon... Ich bin ja jetzt schon weit drüber über das, was wir wollten. Guck mal, das gibt's auch nur einmal. Also es gibt nur wirklich die reinen... Guck mal, 2 verschwenden wir, 3 kriegen wir. Gut, ist eine Spitzhacke. Jetzt könnte man sagen, eine ist keine. Ja, aber hat da jetzt nicht so viel Zeit gekostet. So. Hier auch wieder 1, 2... Und 3 kriegt man. Und da ist wieder ein TNT. So. Wisst ihr, was auch cool wäre? So ein Booster, mit dem man Superspitzhacken hat, wo man diese Dinger, die man eigentlich, wo man eigentlich 2 Spitzhacken braucht, mit einer Spitzhacke kaputt machen könnte. Das ist eine coole Idee, oder? Klar, das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Boah, hier ist jetzt aber... Lohnt sich. Ich habe eh... Ich glaube, ich habe so viele Erze. Ich muss mal gleich gucken. Muss mal gucken, wo man das sieht. Sieht man das? Ja, hier. 1000. Ja, 100. Ja. Geht, geht. Sind gar nicht so viele, wie ich jetzt dachte. Ich hätte mehr gedacht. Hätte mehr gedacht. Weil eigentlich mache ich das ja relativ oft. Also jetzt nicht mit den Doppelterzen, aber mit, dass ich dann für die Regatta, dass ich dann hier sehr, sehr viele Minenaufgaben mache. Diesmal glaube ich nicht eine einzige. Auch jetzt schon wieder hier doppelt. 2 Spitzhacken für ein Ding. Das ist nicht so toll. So.
Ihr seht, ich benutze relativ wenig TNT und Dings. Hier muss ich holen, immer. Das ist das Wichtigste, die Diamanten, die muss man immer, immer holen. Also, da führt kein Weg dran vorbei. Weil du kannst dir halt die Booster damit machen und die sind schon relativ wichtig. Also ich bin echt froh, dass ich kein Problem habe mit den Boostern. Dass ich immer genug Diamanten habe. Kann ich auch nur jedem als Tipp geben. Schön sammeln, sammeln, sammeln. So, aber wir machen jetzt bis 500 und dann ist Feierabend. Also wollten wir eigentlich nur bis 400. Jetzt machen wir bis 500. Ups. Guck mal, ey, guck. Ich bin da. Ja, da gehen wir auch runter. Wahnsinn. Ein T-Cash. So, drei noch runter. Eins, zwei, drei. 500. 500. Jetzt gucken wir mal rein. Zack, zack. Crazy Duck. Erster Platz. Die Leute denken, was? Warum? Weshalb? Der kann doch nicht einfach 500 machen. 300 mehr als wir. Ja, guck mal. Die Belohnungen sind lachhaft, ne? Die Belohnungen sind ein Witz. Trotzdem werde ich später wahrscheinlich nochmal reingehen. Ich werde jetzt mal kurz hier gucken. Zack, zack. Crazy Duck. Ja, das fehlt. Das fehlt auch. Ich habe viel Zeug, was fehlt. Ich könnte eh die Schiffe mal wieder zur Fischinsel fahren lassen. Mit 20% bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Mal gucken. Oh, Geld. Geld brauche ich im Moment. Dauert 6 Stunden 24. Ja, das ist lang. 6 Stunden 24. Ich brauche so viel Geld, weil... Also ich habe auch doppelt Hubschraubergeld gemacht und alles, ne? Ich schicke jetzt hier auch noch ein paar Leute weg, um noch mehr Geld zu haben. Ich habe zwar kein Doppeltgeld für Hubschrauber mehr, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil... Nee, das kriegt er nicht. So, den Rest tun wir jetzt erstmal löschen. Und ich will natürlich 340.000 die Fabrik kaufen. Küchenfabrik. Hier mache ich einen Screenshot für das nächste Mal. Ich kaufe die aber jetzt schon, weil das dauert ja ewig, bis sie fertig ist. Dauert bestimmt 3 Tage. Deswegen, ich stelle die mal hier in die Ecke. Ja, 3 Tage. Sehr gut. Dann haben wir die auch schon mal. Hier tausche ich um. Alles einfach, weil ich brauche den Platz in der Scheune. Ja, hier kann ich gar nichts mehr machen. Weil es ist auch... Ja, ich habe halt zu wenig Einwohner. Deswegen gehen wir in den Zoo. Und versuchen da weiter Platz auszubauen. Ihr seht, ich habe... ich habe hier schon so ein bisschen angefangen damit. Und wir machen einfach mal weiter. Alter Schwede. So, wir holen den ab. Und machen den dafür. So, dass wir in die Tiefe gehen können. Wir machen den weg. Dann machen wir auch hier. Zack. Zack. Was soll ich sonst machen? Ich muss ja irgendwie die Sachen wegkriegen. Und übrigens, oh mein Gott. Ja, wollte ich eigentlich ein eigenes Video von machen. Also so als Thumbnail und dies und das, weil es wird bestimmt besser geklickt als hier dieses Minen-Ding. Black Friday. Eigentlich so denkt man so, oh, krasses Angebot, beste Angebot, Black Friday halt, ne? Und dann habe ich hier ein Angebot bekommen von
Also hier von denen halt, von Township. Da denke ich mir so, es ist doch kein Black Friday Angebot. Hä? Das ist doch ernsthaft so. Oh, dankeschön. Wer war das? Kai? Stand da Kai? Ich weiß es nicht. Dankeschön auf jeden Fall. Guckt mal. 35%, 45% für 4,49, 140 T-Cash. Das sind ganz normale Angebote, wie man sie immer kriegt. Und diese Angebote kriegt man immer. Das ist doch kein Black Friday Angebot. Also die hätten hier richtig rausscheppern müssen. Von mir aus auch für 10 Euro ein Angebot oder so. Aber dann so richtig. So richtig. Richtig cooles Ding. Mit so 6 Gutscheinen, einer Deko und 400 T-Cash. So ein richtiges Black Friday Angebot. Wo man denkt so, oha, cool. So ein richtiges Bündel. So ein Bumm. Naja, ich bin mal gespannt, was sie zu Weihnachten raushauen. Ob es da besser wird als Black Friday, was nicht so richtig, ihr wisst, was ich meine. Also das ist kein gutes Angebot. Das ist einfach so ein Standardangebot, wo die sich gedacht haben, wir kloppen jetzt so wie immer ein Angebot raus. Deswegen habe ich jetzt auch nicht angenommen. Ach Mann, das ärgert mich hier. So, und ich bin raus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank an die Kanalmitglieder, habe ich ja gesagt, immer am Ende. Alle eingeblendet. Danke für die Unterstützung und den Support. Und wir sehen uns dann in der Endcard. Ist übrigens noch ein neues Video. Vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen. Ne? Oder die Playlist von mir. Guckt ruhig mal durch die Playlist, wenn ihr euch ein bisschen unterhalten lassen wollt, wenn ihr selber zockt gerade. Ich bin raus, eure Ente. Tschüss.